Mein Name ist Wolf Fuß und zusammen mit mir befindet sich Hansi Küpper in der Kommentatorenbox. Einen schönen guten Tag an dich, Wolf, und an Sie, liebe Zuschauer, an diesem Fußballtag, der, da bin ich mir ziemlich sicher, ein richtig spannender wird. Das hat er richtig stark gemacht, auch wenn der Ball den Weg ins Tor nicht findet. Da geht er alleine. Links hat sich einer freigelaufen. Abgefahren. Und zu. Dazwischen gegangen. Richtigen Gedanken, aber sie sind schlicht und einfach zu fahrlässig bei ihren Pässen. Wunderschön aufgehalten. Passgenauigkeit ist das A und O. Da müssen sie arbeiten, da müssen sie drüber arbeiten. Der zieht das durch. Der Ball geht über die Torauslinie. Knappe halbe Stunde gespielt. Gut abgefahren. Direkt vor die Füße des Gegners. Gut durchgepasst. Auf dem Weg in Richtung Tor. Der Gegner holt sich den Ball. Sie machen weiter.
ist oben abseits angezeigt. Noch Gleichstand, es sind noch 5 Minuten bis zur Halbzeit. Von hinten drauf gehämmert. Versucht es alleine. Da könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Pass unterbrochen. Die zwei Mannschaften die ganze Zeit über gegenseitig abtasten, dann kommt eine Menge Langeweile raus. Es ist nicht viel passiert. Hoffen wir auf eine bessere zweite Halbzeit. 0:0 und die Entscheidung wartet in den zweiten 45 Minuten. Schauen wir, wie es weitergeht. Die zweite Halbzeit beginnt jetzt. Das ist das große Problem dieser Mannschaft in dieser Phase der Partie. Der kommt direkt vors Tor. Und weg mit der Murmel. Gefahr vorbei. Klares Foulspiel. Er könnte es von hier aus direkt probieren. Gute Balleroberung. Er hat ihm den Ball abgenommen. Klasse gemacht. Das musste der Unparteiische einfach abweisen. Das könnte durchaus eine Karte geben, aber nein, der Unparteiische will nur ein ernstes Wörtchen mit ihm. Nicht heil herauskommt. Und jetzt muss er aber mal ganz fein die Füße stillhalten in den nächsten 2 Kämpfen. Es gibt den Eckball. Das war ein wichtiger Ballgewinn, dass er teuer werden könnte. Wunderschöner Kopfball. Thank you.
Pass kommt nicht an. Das könnte die Chance sein. Und es kommt Abstoß. Ohne Idee nach hinten rum. Da schnappt er sich den Ball. Abgefangen. Sie versuchen es über die Seite. Den klaut er sich. Warum auch immer, sobald sie zum Abschluss kommen müssen, fehlt ihnen der Mut. Es ist nur noch gut eine Viertelstunde zu spielen. Einfach drüber geschlitzt. Es fehlt Buchnes. Sie wollen das Tor, aber es fehlen einfach die Mittel. Er passt ihn zurück. Da kommt der Torwart und holt sich den Ball. Er holt sich den Ball. Er spielt den Ball. Bis zum Schlusspfiff. Pass unterbrochen. Die letzten paar Minuten, ob sie sich noch eine... Wir gehen also in die Verlängerung. Jetzt geht dieses Spiel endgültig an die Substanz. Und zwar nervlich und körperlich.